ist eine 8 von 10. Aber er trägt immer ein Fahrradhelm. Warum? Ja, einige von euch kennen vielleicht noch dieses lustige Video, was vor kurzem noch auf TikTok kursierte. Eines an dieser Stelle mal vorweg. Wenn ihr beim Radeln ein Fahrradhelm tragt, seid ihr in meinen Augen eine glatte 10 von 10. Dass RadfahrerInnen die Opfer des Straßenverkehrs sind, ist ja allseits bekannt. Neben vielen Verletzten gibt es leider auch zahlreiche Verkehrstote. Aber gerade diese Anzahl hätte in den meisten Fällen durch einen Fahrradhelm verringert werden können. Jetzt höre ich natürlich schon wieder zahlreiche Stimmen sagen, ja, aber wenn ich unterm LKW lande, habe ich auch nicht so viel von meinem Helm gehabt, denn da bin ich nämlich tot. Ja, das ist natürlich the worst case. Aber come on, ihr Lieben, zwischen ich fahre mit meinem Fahrrad los und werde von einem LKW erwischt, liegen Welten. Aber das wisst ihr doch eigentlich selbst. Wir RadfahrerInnen sind einfach prädestiniert dafür, auf den Kopf zu fallen, wenn wir stürzen. Und die häufigste Ursache für Kopfverletzungen ist und bleibt der Alleinunfall. Das bedeutet ohne Unfallgegner. Und liebe Eltern, ich finde es wunderbar, dass eure Kinder schon im sehr frühen Alter einen Fahrradhelm tragen. Aber was ist mit euch? Hierbei geht es nicht nur um euren eigenen Schutz, davon mal abgesehen. Was suggeriert ihr denn in dem Moment eurem Kind? Wenn ich groß bin, brauche ich keinen Helm mehr zu tragen. So lange wird dann meistens auch gar nicht mehr gewartet, denn spätestens wenn sie alleine zur Schule fahren, endet die Geschichte auch schon. Das trifft natürlich nicht auf alle zu, ganz klar. Aber es ist nun mal häufig so, dass die Kinder noch sehr vorbildlich mit ihrem Helm auf dem Kopf von zu Hause losfahren und spätestens nach 3 Kreuzungen ist der Helm wo? Genau am Lenker. So ihr Lieben, genug Moral apostelt. Es sollte einfach selbstverständlich werden, einen Helm zu tragen und sich nicht noch dafür rechtfertigen zu müssen. Denn an alle, die es vorbildlich machen, ihr seid eine 10 von 10.